einfach köstliche Unterhaltung. Bei Marienhof im Ersten mit Asia-Würzpaste von Maggi. Es wird viel passieren. Und was die 2500 Euro von dir angeht, die will ich nicht. Nein? Nein, das mit den Sozialstunden, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber du musst mir helfen, dass die mich nicht in den Knast stecken. Oh, oh. Was ist denn? Ich glaube, ich habe mir die Schulter verrenkt. Hab ich doch gesagt, heute ist ein schwarzer Tag. Macht euch keine Sorgen um mich. Lebt wohl, Bashiru. Es wird viel passieren. Weg. Hier, den hat er uns ins Bett gelegt. Vorhin, als er kurz rausgegangen ist. Da wusste er schon, dass er... Was machen wir jetzt? Also auf jeden Fall erstmal ruhig bleiben. Aber was ist, wenn er... Wer weiß, was er vorhat? Sein Handy. Der wird wahrscheinlich versuchen, unterzutauchen, sich der Abschiebung zu entziehen. Er geht nicht ran. Wir müssen ihn suchen. Wir müssen planmäßig vorgehen. Am besten, wir teilen uns auf. Ich hol schon mal meine Jacke. Ja, Weidemann? Bashiru? Nee, nur Thorsten. Nein, Thorsten, natürlich freuen wir uns, dass du anrufst. Es ist nur gerade, wir haben es eilig. Tschüss. Was für ein Unglück. Kinder, Kinder, auch das noch. Immerhin hast du 50 Euro gefunden. Oh, was nütze mir 50 Euro, wenn ich gelähmt bin? Oh. Oh, Francesca, du bist doch nicht gelähmt. Oh. Na, dann nimm die 50 Euro und bezahl davon das Taxi zum Krankenhaus. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Der Mond steht heute im Zeichen der Jungfrau, im Viertel abnehmend. Bei so einer Mondphase soll man auf keinen Fall ein Krankenhaus betreten, geschweige denn sich in ein Auto setzen. Dann rufe ich Lisa an und frage, ob sie gleich vorbeikommt. Jede ärztliche Behandlung kann tödlich sein, besonders im Hüft- und im Schulterbereich. Ach, das ist doch Unsinn. Daran ist nur dein dummes Mondbuch schuld. Wenn wir jetzt gleich oben sind, bete ich zur Schutzheiligen von Napoli, Maria Francesca von den 5 Wunden Christi. Nur sie kann uns vor weiterem Unglück bewahren. Oh. Hi, Lilly. Hi. Sag mal, hast du Bashiru irgendwo gesehen? Ja. Und wo ist er hin? Hat er was gesagt? Ich glaube, er war auf dem Weg zu euch. Ach, Gott sei Dank. Wann war das? Irgendwann heute Nachmittag. Und danach nicht mehr? Nein, sorry, ich war die ganze Zeit im wilden Mann. Ich war nur schnell bei der Notapotheke was holen. Meine Oma hat sich die Schulter verrenkt. Wieso, was ist denn los? Bashiru ist weg. Ja, vielleicht ist er in seiner WG. Da ist er nicht. Er hat seine ganzen Sachen gepackt und niemand was gesagt. Naja, der wird schon wieder. Nein, er ist auf und davon. Auf Nimmerwiedersehen. Hast du denn das mit der Heirat jetzt endgültig gecancelt? Nein, aber es ist für mich einfach nicht so eine lockere Aktion. Ja, vielleicht gerade, weil er in dich verliebt ist. Vielleicht will er dich nicht unter Druck setzen, ihn zu heiraten. Das könnte doch sein. Ich meine... Versteh mich nicht falsch. Ich finde ja Bashiru echt total nett und es tut mir auch leid, aber vielleicht ist es auch besser so, auch für ihn. Und was ist, wenn er sich was angetan hat? Hey Steve, alles klar? Ja, irgendwie nichts los draußen. Und von deinen Freunden sind alle mit auf der Stufenfahrt, hm? Keine Ahnung. Ich geh da mal pennen, okay? Gute Nacht.
Steve, Herr Budemann hat vorhin angerufen. Na, der Jugendgerichtshelfer. Ach ja, der. Und? Na, er hat gefragt, ob wir morgen Abend Zeit hätten für ein Gespräch. Muss das sein? Steve. Ich kapier halt einfach nur nicht, wozu der Typ gut sein soll. Es gibt doch sowieso eine Gerichtsverhandlung. Herr Budemann ist weder Ankläger noch Verteidiger. Er ist sowas wie ein Sozialpädagoge, der... Der keinen Job als Lehrer bekommen hat? Der dem Jugendgericht eine Strafempfehlung gibt. Toll. Na, das ist tatsächlich toll. Er hat nämlich maßgeblich Einfluss auf den Richter. Ja, und wenn der Spitz kriegt, dass ich wegen dieser Doping-Sache schon mal Sozialstunden gekriegt habe, dann will der mich bestimmt gleich adoptieren. Guck mal her. Ist doch wahr. Mein Leben ist verpfuscht. So ein Quatsch. Wenn Herr Budemann einen guten Eindruck von dir hat, dann gibt er eine mildere Strafempfehlung. Würdest du, ich meine, kannst du vielleicht dabei bleiben, wenn der kommt? Klar mache ich das. Und wenn ich einen tierisch guten Eindruck auf den mache? Kann es sein, dass er empfiehlt, mich gar nicht zu bestrafen? Das wohl kaum. Um eine Verurteilung zu Sozialstunden wirst du nicht drum rumkommen. Und wenn ich ihm als Deal ein paar Raubkopien anbiete? Du! Noch ist nicht alles verloren, ich verspreche dir. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, damit du hier bleiben kannst. Wo bist du? Komm zurück. Zusammen schaffen wir es. Dein Freund Marlon. Nein, Marlon, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Immer so lange im Bad braucht. Ja, ich hoffe, es geht dir heute ein bisschen besser. Ich helfe dir einfach ein bisschen mehr, Mama. Ach, du arbeitest doch sowieso schon so viel. Trotzdem, dann nehme ich mir heute früher frei. E basta. Also gut, da muss ich den Putzstopp wenigstens nicht absagen. Wir sollten nur Nonnas komisches Mondkalenderbuch verschwinden lassen. Ja, also ich mache wirklich drei Kreuze an die... Na, jedenfalls bin ich wirklich froh, wenn die nächsten zwei Tage nichts passiert, was sie als Beweis für diesen Unfall... Oh, 7 Jahre Pech, wenn das Nonna sieht. Maldini, hallo. Schatz, ich bin's. Ach, Stefano. Das ist aber schön, dass du anrufst. Ja, wie geht es euch? Alles in Ordnung? Ach ja, 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 schon. Im Moment ist es nur ein bisschen ungünstig. Au. Was ist denn bei euch los? Nichts. Eigentlich gar nichts. Also nichts Schlimmes. Erzähl ich dir später, ja? Liebe Grüße und Knutsch, Knutsch. Hörst du? Toni drückt dich und ich dich auch ganz fest. Wir telefonieren heute Abend, ja? Ja, ja, wie du willst. Ich rufe nachher. Ja, machen wir, mein Liebling. Also bis dann. Tschüss. Und? Ist es schlimm? Ach, schlimm ist es, wenn Nonna das hier mitkriegt. Komm, mach dir ein Pflaster drauf. Ich kümmere mich um die Scherben. Tanja, ist alles in Ordnung? Ja, ja. Kümmer du dich nur um deine Morgengebete. Ja, wir rufen dich dann, wenn der Kaffee fertig ist. Ach Mensch, Süße, das freut mich, dass ihr so viel Spaß habt. Du, warte mal, dein Bruder kommt gerade rein. Ich schalte auf Lautsprecher, ja? Nini, Schatzi, alles okay? Wie geht's? Was rufst denn du schon so früh an? Ja, weil er doch gleich Abfahrt angesagt ist. Wart ihr gestern noch auf dem Naschmarkt? Ja klar, sowas hast du noch nicht gesehen. Echt, die schrillsten Sachen gibt es da. Boah, Wien ist so krass. Sivi, es ist so
schade, dass du nicht dabei bist. Ihr kommt doch heute eh wieder zurück. Pia, ist euer Busfahrer auch ausgeschlafen? Mama, bei dem Krach, den wir veranstalten, pennt er schon nicht ein. Auf der Hinfahrt haben wir sogar im Gang getanzt. Auf so eine bescheuerte Busfahrt hätte ich überhaupt keinen Bock. Das ist aber immer voll zum Einschlafen. Was ist denn mit dem wieder? Er ist ein bisschen verspannt. Heute ist der Termin mit dem Jugendgerichtshelfer. Wegen dem mache ich mir ganz bestimmt nicht in die Hose. Leute, die Behrens macht Stress. Ich glaube, wir fahren los. Tschüss, Stevie. Und Finger weg vom Computer. Bis später. Sehr witzig. Ja, Süße. Bis bald. Ja, und fahrt vorsichtig. Tschüss. Ja, ja. Ciao. Nonna, Frühstück ist fertig. Ein herrlicher Tag erwartet uns. Guten Morgen. Hallo, Nonnenallein. Na, wie geht es dir? Hat das Wärmepflaster geholfen? Es hat gebrannt wie Feuer. Es war so heiß, ich habe die ganze Nacht geträumt von Flammen in der Hölle und schreienden Menschen. Oh, hoffentlich kein Fieber. Vielleicht sollten wir doch zu Lisa gehen? Nicht vor Herbstvollmond. Komm, ich nehme dir das ab. Was ist das? Hattest du einen Unfall? Nein, nein, Nonna. Mach mir nichts vor. Ich weiß ganz genau, dass das Unheil weiter voranschreitet. Francesca, du kannst doch nicht jedes kleine Missgeschick als Weltuntergang darstellen. Spiegel zerbrochen. Pech für die nächsten 1000 Wochen. Na, wenn, dann schon 7 Jahre Pech. Hm? Und 7 mal 52 sind ja wohl keine 1000 Wochen. Hm? Es sind 1000 Wochen, wenn ein Spiegel vor Herbstvollmond zerbricht. Auch wenn ihr versucht, das Unglück vor mir zu verbergen, das Schicksal lässt sich nicht betrügen. Also, jetzt geh erstmal nach Hause und schlaf dich aus. Ja? Und das Reisebüro? Ich schreib dir einen Attest. Wegen totaler Erschöpfung arbeitsunfähig. Aber du bist doch auch total übermüdet. Ja. Und was ist mit Bashiru? Ja, was sollen wir machen? Wir haben die ganze Nacht jetzt Köln abgesucht. Vielleicht doch die Polizei? Wenn er sich was angetan hat, was ich nicht glaube, dann bringt uns die Polizei auch nichts. Und ehrlich gesagt, wenn er untergetaucht ist, tun wir ihm erst recht keinen Gefallen mit der Polizei. Jakob, Lilly. Da bist du ja. Wir haben in Bagdad auf dich gewartet. Ja. Ey, ich weiß jetzt, wo Bashiru steckt. Ich war gerade in der Schule. In der Schule? Ja klar, in der Schule. Da hat er doch gejobbt. Warum sind wir denn nicht gleich drauf gekommen? Nein, nein, er selber war nicht da, aber Tülay. Ja und? Die türkische Putzfrau, mit der er befreundet ist. Sie hat mir gesagt, dass er damals mit anderen Togolesen in Hamburg angekommen ist. Ein paar sind dann mit ihm nach Köln und die anderen sind in Hamburg geblieben. Bestimmt ist er dann unterwegs zu seinen Freunden. Und wo wohnen die genau? Keine Ahnung, aber ich meine, das wird man rausfinden, oder? Hey, auf jeden Fall ist es ein Anhaltspunkt. Aber wie sollte er dann nach Hamburg kommen? Er hat doch nicht mal das Geld für eine Zugfahrkarte. Wenn er kein Geld hat, per Anhalter. Also Leute, ich muss in die Praxis. Macht euch nicht so viele Sorgen und schlaft euch erstmal aus. Bald könnt ihr eh nichts mehr machen. Komm, ich kann nicht mehr. Ich muss Autobahnauffahrten absuchen und Raststätten. Hey, wenn er wirklich trampen will, dann... Ist es dein Ernst? Es ist eine Chance. Na gut, dann komme ich aber mit, ja? Vielleicht da noch ein bisschen Moos. Oh, danke, Friedrich. Ja? Aber ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Oh. Danke. Hast du nicht irgendwas Bestimmtes zu tun? Ich habe sehr wohl was zu tun. Ich muss Klassenarbeiten korrigieren, Konferenzthemen vorbereiten. Ich meinte da eher sowas wie Staubsaugen oder Spülmaschine ausräumen. Ach, Inge. Ja, ich weiß schon, warum du dich hier rumdrückst. Steve, mein Schatz, tu mir doch bitte einen Gefallen und bring dieses schöne Gebinde zu Frau Dr. Sielmann, ja? Nee. Na, hier rumsitzen und Trübsal blasen, das bringt doch auch nichts. Nee, Oma, echt nicht. Ich habe keine Lust, tut mir leid. Tja, hätte der Herr die Schule nicht geschmissen und sich für die Laufbahn eines Kleinkriminellen entschieden, dann könnte er jetzt schön mit Pia und den anderen Wien genießen. Jetzt lass ihn doch, der arme Junge. Ja, armer Junge. Soll ich noch bedauern, dass er für seine Untaten da die rechte Strafe erhält? Ich kann doch nichts dafür. Bei mir haben halt Schule und Lehrer versagt. Ja, das ist ja mal wieder typisch. Du musst ihn auch nicht so provozieren. Ach, jetzt bin ich schuld.
Soll ich dir mal sagen, wer schuld ist? Ihr, du und Lisa mit eurem verständnisvollen Getue. Ach, jetzt hör aber auf. Ach, der Junge braucht eine starke Hand. Der muss endlich Disziplin lernen. Ah ja? So wie du bei unserer Gesundheitswoche. Ach, Inga, das ist ja was völlig anderes. Mann, das hält ja hier keiner mehr aus. Wo soll das hin? Ja, hier zu, Frau... Danke, ich find's schon. Dem Jungen geht's wirklich nicht gut. Gleich kommt so ein Mensch vom Gericht. Was willst du denn? Ich habe ihn auf pädagogisch geschickte Weise dazu gebracht, sich nützlich zu machen. Und wenn die Information stimmt, bin ich ganz nah dran an Luigi. Dann habe ich ihn bald. Das wäre ja wirklich mal ein Lichtblick. Und wie ist das bei euch? Hat Anne sich gemeldet? Sie hat eine Karte geschickt, ihr geht's gut. Schön, das ist schön. Und Toni und Lange? Hallo, im Prinzip gut. Was meinst du? Das ist dein Vater. Ist meine Luigi besser da? Gib sie mir mal. Okay, dann telefonieren wir heute Abend. Ich muss mich nämlich zum Putzen fertig machen, ja? Ja, mein Schatz. War schon. Ja, fertig. Tschüss. Hallo, Papa, wie geht's dir denn? Oh, meine Prinzessin, wie ich euch vermisse. Ja, das will ich aber auch hoffen. Wieso bist du ein wilder Mann? Machst du Pause? Nein, ich helfe aus. Mama muss doch putzen. Nonne? Die hat Angst, ihr fällt der Himmel auf den Kopf, seit sie dieses blödsinnige Buch gefunden hat. Was hat sie? Was für ein Buch? Irgendein Quatsch über Mondphasen und so ein abergläubisches Zeug. Oh Gott, das Buch geht nicht. Ich hätte es damals besser verbrannt. Ja, du lachst. Die macht uns wahnsinnig. Toni, es gibt einen ganz einfachen Trick, sie zur Vernunft zu bringen. Papa kennt ein Mittel gegen Nonnas Mondquatsch. Aha. Legt einen Geldschein zu ihm, dass sie ihn findet. Wir sollen einen Geldschein hinlegen, damit sie ihn findet. Verdammt, haben Sie keine Augen im Kopf. Entschuldigung. Du mich auch blöd, Mann. Lili, pass auf, das ist eine Bordsteinkante. Hast du die nicht gesehen? So viel zum Thema Sekundenschlaf. Schatz, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Aber wir können doch jetzt nicht einfach aufgeben. Nein, aber ich glaube, ich bin schon 40 Stunden auf den Beinen. Also wenn du jetzt auch einen Führerschein hättest, dann könnten wir uns ja wenigstens... Ja, dann wäre das kein Thema. Sollen wir ein Päuschen machen? Nee, ich glaube, wir sind kurz vor der Autobahnauffahrt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir Bashiru noch finden. Keine Ahnung. Vielleicht ist er ja gestern nicht weggekommen. Ah, da! Was denn? Da ist er doch! Das ist er! Mann, verdammt nochmal, Bashiru! Was machst du denn? Hey, nun, was? Spinnst du einfach abzuhauen? Schön, dass wir dich doch noch gefunden haben. Ihr habt mich gesucht? Ja, Tag und Nacht, jede Sekunde, in jedem Winkel. Service im Schneckentempo. Warum geht sie nicht nach Hause? Weil sie seit neuestem in unserer Nähe sein möchte, um Unheil abzuwenden. So, bevor das Essen kalt wird. Der Mann an Tisch 4 hat den bösen Blick, wie er mich immer anstarrt. Ach, Francesca. Oh! Was ist denn? Eine Spinne. Kakerlake wäre viel schlimmer. Ja, wisst ihr denn nicht? Spinne in der Nacht hat Unglück gebracht. Ich dachte, Spinne am Abend erquickend und labend. Was ist denn das? Dein Arm? Was ist damit? Du kannst ihn wieder bewegen. Madonna, er ist nicht mehr steif. Ich kann ihn wieder bewegen. Ja. Ein Wunder. Ja, so ein großes Wunder, trotz deiner düsteren Vorhersagen. Ja, habt ihr denn das ganze Unglück vergessen? Ihr habt euch beide geschnitten, mein Arm war verletzt und der Spiegel war kaputt. So, und was haben wir auf der Habenseite? Zum Beispiel, du kannst deinen Arm wieder bewegen.
Und Stefano hat eine Spur von Luigi gefunden. Und du hast 50 Euro gefunden. Also so viel Glück in der Pechsträhne? Weil ich Tag und Nacht gebetet habe zu unserer Schutzheiligen von Napoli, Maria Francesca von den fünf Wunden Christi. War das nicht der Herr mit dem bösen Blick? Ja, ich würde sagen, der steht auf dich. Wiedersehen. Wiedersehen. Die italienischen Mondkalender von früher waren auch viel präziser. Die hier, die taugen doch alle nix. Sag mal, wo bleibst du denn? Herr Bodemann ist schon da. Ja, so ein Scheiß, Mann. Meine Fahrradkette ist rausgesprungen. Psst. Vielleicht, weil ich wegen diesem Vollidioten eine Vollbremsung machen musste. Und wo kommst du jetzt so spät her? Du hast doch gewusst, dass wir den Termin haben. Ich musste für Oma noch Blumen wegbringen. Jetzt bist du leise. Das war am Arsch der Welt. Jetzt auch noch der Typ. Oh Gott. Reiß dich jetzt zusammen und sei freundlich, okay? Komm. Ja, ja. So, Herr Bodemann, da sind wir. Guten Tag. Ach, wir kennen uns doch schon. Hallo. Ich bin Ihrem Sohn heute sozusagen schon mal begegnet. Ich verstehe immer noch nicht, wieso du abgehauen bist. Ich wollte nicht warten, bis die mich ausweisen. Und warum bei so einer Nacht- und Nebelaktion? Es ist auch wegen Lilly und dir. Wenn Lilly mich heiratet, nur damit ich hierbleiben kann, das geht nicht. Ich meine, ihr beide, ihr gehört zusammen. Wegen meiner Rettung eure Zukunft aufs Spiel setzen. Das kann ich nicht. Hey, was hast du vor? Ich bin froh, dass ich euch noch mal gesehen habe, aber ich fahre nach Hamburg. Hey, jetzt komm erst mal mit nach Hause. Fahren kannst du immer noch und wenn, dann fahren wir dich auch. Ist schon okay. Ihr habt schon genug für mich getan. Besser, ich gehe. Hier und jetzt. Das hat alles keinen Sinn. Warte, Bashiru. Es hat einen Sinn. Ich werde dich heiraten. So schnell wie möglich. Einfach schnell gegen Husten. Mucosolvan Retard-Kapseln mit Mikroperlen, die über den Tag wirken. Die kleinen schnell, die großen länger. Das erste Hustenmittel mit Mikroperlen. Nur eine Kapsel pro Tag. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Baby, du bist fantastisch. Ich dachte aber eigentlich, dass du den Tanz aufnimmst. Wieso hast du das denn aufgenommen? Ich habe überhaupt nichts aufgenommen, ich weiß auch nicht. Ja, ja, wer weiß, welche dunkle Pfade deine Seele so bestreitet. Guten Morgen. Hi. Meinetwegen können wir zum Standesamt und den Termin machen. Ich mache das alleine. Mein Gott, meine Zahnarzttermine mache ich doch auch alleine. Ja, aber das ist doch kein Zahnarzttermin. Für mich schon. Hey, was ist denn los? Warum bist du wieder so aggressiv? Es wird passieren. Bald gibt's wieder köstliche Unterhaltung bei Marienhof im Ersten mit Asia-Würzpaste.